Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin euer bunte Steine-Fan und wie ihr seht, geht es heute weiter mit einem Lego City Set und zwar der 40429 Spaceship in Asteroid Discovery, auf Deutsch Bergung eines Asteroiden im Weltall. Wir haben 126 Teile hier zu einer UVP von 19,99 €. Ich glaube, ich habe es für 14 oder 15 Euro zu bekommen. So liegt jetzt auch im Moment der Preis, was ich jetzt online gesehen habe, für dieses Set. Schauen wir uns mal kurz an die Rückseite von dem Set. Wie gesagt, ein 4-Plus-Set. Das heißt, wir haben auch größere Teile mit dabei und es sollte eigentlich alles bedruckt sein. Von daher lassen wir uns überraschen und machen das jetzt hier jetzt mal auf. Und okay. Aha, da muss ich schon die Bauanleitung entgegen sogar, also ganz neu ist. Okay, und die gleiche raus. So, gut. Verpackung leer, das war's. Ups. So, jetzt haben wir das Schöne. Zwei Tüten, Tüte Nummer 1. Tüte Nummer 2. Zwei Bauanleitungen, 126 Teile, ziemlich viel Bauanleitung. Okay, Nummer 1, damit bauen wir das Space Shuttle auf. Okay, da gibt es insgesamt 79 Seiten und wie viele Bauschnitte haben wir? Okay, hier wird noch ein bisschen was erklärt. Okay, hier wird die Menge erklärt. Nee. Ja, doch. Ja. Ah, okay, das ist ganz was Neues. Das ist schön. Ah, hier wird als Hand gemacht und jetzt habe ich es verstanden. Sehr gut. Nicht so das Kästchen, das normalerweise gibt, sondern hier gibt es dann die Hände, die dann erklären, welches Teil gerade gebraucht wird. Okay, das ist neu. Gut, dann ja, 79 Seiten und wir haben Bauschnitte, weiß ich jetzt nicht, habe ich es nicht durchgelesen, aber ihr seht, es wird mit Händen gemacht. Und der zweite, da bauen wir dann das ganze andere drumherum, was es gibt. Wie gesagt, da werden die zwei Platten gebraucht. Tüte Nummer 2 und wir haben hier insgesamt 63 Seiten Fokus. Nee, macht doch nicht außen 63 Seiten insgesamt. Und wie gesagt, wieder hier die Hände, die dann zeigen, was für Teile gebraucht werden. Dann haben wir einmal dieses größere Teil hier für das Raumschiff dann. Und nochmal schön zwei schöne Platten dann für den Asteroiden. Für die Asteroiden-Oberfläche. Ich werde das Set jetzt aufbauen und bin dann mit dem Review gleich wieder da, also bleibt dran. Ja, und nach 13 Minuten und 30 Sekunden steht das gesamte Set nun vor uns. Zusammenbau hat Spaß gemacht, war auch schön einfach gewesen. Also wie gesagt, 4-Plus-Set. Wir haben es auch in der Anleitung gesehen, das erklärt auch, und die Anleitung so dick sind. Ich meine, eine Seite war für die Teile, die man braucht in den Händen. Und die andere Seite hat dann gezeigt, wie man das zusammengebaut hat. Deswegen die vielen Seiten. Okay, ich würde sagen, wir fangen wie immer mit den Figuren an, die mitgeliefert sind. Und dann arbeiten wir uns langsam vor. So, machen wir das. Ne? Okay, als erstes haben wir hier diesen grünen Freund. Das ist ein Alien. Hier haben wir haben außerirdisches Leben entdeckt. Jawohl, ist sehr schön. Einfach so auf den Pflanzenteil hier gesetzt, um ein bisschen schöne Bedruckung. Schön mit drei Augen, sehr schön. Schöner Alien, gefällt mir sehr gut. Okay, und dann kommen wir jetzt zu den Figuren, die in den Set sind. Das sind der ganzen Zweier. Und da fangen wir mit dem hier an. Der junge Herr hier, sehr schön in blau gehalten, blauer Helm, blaue Arme, sehr schön gemacht. Er hält so einen Kristall, der abgebaut wird. Dann haben wir hier die schöne Torso-Bedruckung zusammen mit dem schönen Original-Space-Abzeichen hier drauf. Dann gibt es eine Bedruckung am Gürtelbund, das gefällt mir sehr gut, die noch weiter hier auf die Beine geht. Dann haben wir hier eine weitere und natürlich noch eine hier unten an den Füßen, das gefällt mir sehr gut, dass da so viele Drucke dann dabei sind. Rückseitige Druckung, die sieht auch sehr gut aus und wie gesagt, man sieht auch, dass es wieder so reflektierendes Farbmaterial hier ist.
Sehr, sehr schön. Helm gefällt mir auch sehr, sehr gut. Der ist zweifarbig blau und dann halt dieses Weiß hier. Und machen wir ab. Gesichtsausdruck, ja, ist okay. Sieht gut aus. Es gibt keinen zweiten. Von daher sehr schön. Die zweite Figur, die hier mitgeliefert wird, ist diese junge Dame hier. Sie ist in Grün gehalten. Gefällt mir sehr gut. Ist ein schöner Grünton. Auch ihre Torso-Bedruckung ist im Grundprinzip genau dieselbe wie bei der anderen Figur. Jawohl. Also da ist kein großer Unterschied. Auch die Beine sind bedruckt in derselben Art und Weise. Und hier haben wir auch eben die Gürtelbedruckung. Auf der Rückseite genau das gleiche Spiel wie zur anderen Figur. Wie man das sieht, ist auch eben reflektierend mit. Und ja, sieht genau, halt genau gleich aus. Ist der Unterschied ist halt wirklich, dass dann sie hier grüne Arme hat und den grünen Helm mit einem anderen Visier noch dran. Und ja, mal, ups, mal den Helm ab. Schauen wir uns die Bedruckung an vom Kopf. Ganz normal, nichts Besonderes. Und auf der Rückseite gibt es kein alternatives Gesicht. So, sehr schön. Sehr schöner Helm, gefällt mir ebenfalls sehr, sehr gut. Ja, so viel dazu. Dann kommen wir mal dazu, was es noch so Schönes gibt. Wir haben hier, sieht man schon mal, eins, zwei Felsen. Das gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, die Felsen, die sind hohl. Da kann man auch was reintun. Also der hier, der ist leer. Und der hier, da verbirgt sich was da drin. Aha, oh ja, hier haben wir die ganzen Metall, dieses Kristall gefunden. Jackpot. Jetzt können sie wieder ihre Raumschiffe und sonstiges mit der Energie dann beladen. Also, das ist hier der Schatz hier drin. Jawohl. Das Ganze haben wir jetzt hier schon mal dran gehängt an diesen kleinen Kran. Der sieht sehr schön aus. Der macht so seine, kann man hin und her bewegen. So auf und ab geht das schon. Also, Spielmöglichkeiten sind da auf jeden Fall vorhanden. Das ist sehr, sehr schön. Das gefällt mir wirklich gut. Außerdem haben wir hier noch einen Slope dran mit einer Bedruckung. Das gefällt mir auch wirklich toll. Die sieht gut aus. Und ja, ganz simpel gebaut und erfüllt seinen Zweck. Und dann haben wir noch diese zweite Oberfläche hier. Das ist dann diese Analyseeinheit. Hier haben wir zum Beispiel auch ein Werkzeug mit dabei. Das gefällt mir richtig toll, dass sie das noch mitgegeben haben. Dann haben wir hier dieselbe Bedruckung nochmal auf dem Slope. Die Energiezellen hier, dann mit Energiestatusanzeige und noch so nur, keine Ahnung, was es sein soll, aber sehr, sehr schön, dass es bedruckt ist. Dann hier ebenfalls ein weiterer Kristall, der zur Analyse dasteht. Und wir sehen hier im Hintergrund ebenfalls dann das Fenster, was auch bedruckt ist. Sehr, sehr schöne Bedruckung, gefällt mir wirklich toll. Und ja, richtig, richtig toll. Also wie gesagt, das ganze Set hat nur Drucke hier drin. Das ist richtig toll. Das gefällt mir. Ups, so, das dahin. Und dann kommen wir natürlich zu dem Raumschiff, welches benutzt wird, um überhaupt zum Asteroiden zu gelangen. Das schauen wir uns jetzt einfach mal an. So sieht es aus von allen Seiten. Sehr schönes Raumschiff ist es geworden. So, hier das riesige Teil, was wir mit dabei hatten. Was ein Gussteil war und hier das sehr, sehr gut. Gefällt mir. Ist ein sehr, sehr, sehr schönes Raumschiff auf jeden Fall. Kann man nach oben machen. So. Wie gesagt, hier an der Seite, das ist alles bedruckt. Das hier ist auch ein Druck. Und hier oben ebenfalls ein weiterer Druck. Und hier haben wir auch nochmal die Energiezelle, die wir sogar austauschen können, gegebenenfalls mit der anderen dann, damit das Raumschiff wieder Energie hat. Auch sehr schön. Gefällt mir. Hier unter dem Druck verbirgt sich ein Container. Da können wir dann einen Kristall reintun und der kann dann zur Erde transportiert werden oder zu irgendeinem Außenposten, den es noch gibt. Das Cockpit, ja, ist relativ spartanisch eingerichtet. Es gibt nicht wirklich einen Sitz oder einen Steuerknüppel, aber was mir gut gefällt, ist wirklich diese Scheibe hier. Die ist richtig toll. Die ist auch ebenfalls bedruckt und soll dann halt so dieses Cockpit mit anzeigen. Das gefällt mir wirklich toll. Also das ist wirklich eine schöne Idee gewesen. Das gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Das ist sehr schön. Dieses Teil feiere ich wirklich ab. Das ist richtig toll. Dann finde ich auch gut, dass sie hier so eine dunklere Scheibe genutzt haben. Das finde ich sehr schön. Und dann haben wir hier natürlich den Antrieb. Schön noch mit dem roten Stein hier noch mit drin, der den Antrieb so, der nochmal so extra zeigt. Sehr schön. Gefällt mir. Also, ja, das war es eigentlich.
Was kann ich zu dem Set sagen? Ich kann nicht groß meckern bei dem Set. Ein sehr, sehr schönes Set. Natürlich, der Preis ist für 126 Teile 20 Euro. Gut, es ist alles bedruckt. Wir haben auch ein paar größere Teile mit dabei. Das sehe ich dann schon ein. Aber wie gesagt, das Set habe ich jetzt, günstigste Option war, glaube ich, 13,56 € oder so gesehen. Da kann man das jetzt sich schon irgendwo holen. Aber ansonsten richtig, richtig, richtig tolles Set. Zwei tolle Figuren. Wir bekommen einen Alien mit dazu und auch eine schöne, im Grundprinzip eine schöne Basis, die man, das kann man eigentlich schön als Basis benutzen, dann für die Kristalle zum Umwandeln. Finde ich schon schön. Raumschiff ist sehr schick geworden und ja, tolles Set. Wenn ihr es haben wollt, holt es auch. Auch wenn es ein 4-Plus-Set ist, es ist wirklich richtig toll. Was haltet ihr von dem Set? Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Lasst mir ein Like da, ein Abo, das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Video wieder. Also, macht's gut. Ciao, ciao, euer Wundesteine-Fan.